Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal weiterhin in der russischen Kampagne unterwegs und sind jetzt hier mittlerweile auf Kuba gelandet. Also wir haben beim letzten Mal China in die Schranken gewiesen. Und, ach du Heilige. Und genau, wir sind jetzt im Krieg gegen Kuba, sprich Amerika. Okay, dann noch einen Dock brauchen wir. Wir sollen uns jetzt hier aufbauen, der Krieger der Zweite. Was ist das denn hier zur Hölle? Krieger der Zweite, der hat hier uns hier alleine gelassen, weil wir ihn ein bisschen angezweifelt haben. Und er hat erstmal hier alle Schiffe von uns platt gemacht. Hier war der drin. In diesem tragbaren Computer. Das sieht richtig cool aus. So, es ist sehr gut, dass wir hier die... Was brennt hier? Nix, okay. Hier brennt doch irgendwas. Ach, das war das Schiff. Ja, okay. Gut, dass wir hier die Turmfront aufgebaut haben. Ja, und dann können wir eigentlich gleich auch schon direkt unsere Cyborg-Armee aufbauen. Weil das hier ist nämlich nur meine Basisverteidigung hier, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwas brennt hier. Ach, das ist der Regen. Das ist der Regen. Okay. Ja, wenn die gleich fertig sind, dann können die gleich hier vorne ein Krankenhaus aufbauen und mal meine ganzen Einheiten heilen. So, Y ist das. Dann baue ich bitte mal hier ein Krankenhaus auf. Ihr macht einen super Job, ihr Bürger, echt. Und ja, da haben wir jetzt hier die Verteidigung stehen. Das hier passt auch. Ich frage mich mittlerweile echt noch, was sich hier so komisch anhört. Der hat auch scheinbar endlos Ressourcen hier, ne? So, aber nicht schlimm. Das kriegen wir auch so gebacken. So, Cyborg-Fabriken 3 Stück. Ja, das hatte ich eh vor. Dafür brauchen wir aber mehr Holz. So, wo können wir die denn aufbauen? Ich denke mal... Oh, da kommt noch ein Flugzeugträger. Zack. Und zack, baut mal die beiden auf erstmal. Flugzeugträger Nexus. Schaut euch den an. Richtig krass. Komm, den kriegst du noch. Ja, und tschüss. Wir werden angegriffen. Was zur... Hä? Wo wurde ich... Ach, der hat den tragbaren Computer kaputt gemacht. Wie geil. Boah, wenn der jetzt von hier hinten reinkommt, ne? Das wäre ja... Das wäre ja extrem. Aber ich glaube, ich werde da hinten einfach mal vorsichtshalber ein paar Türme aufbauen. Man kann nie sicher sein. Und... Genau deswegen! Genau deswegen! Mano! Okay, puh, ey. So. Genau deswegen! Ja, dann... Keine Ahnung. Jetzt hör doch mal auf! Hallo! Immer auf die Bürger, ey. Was ein Feigling. Was ein Feigling, echt. So, ich baue jetzt hier meine Türme auf, Kollege, und der hat einen kaputt gemacht. Molotow ist wieder gestorben? Ach, Leute. Ja, das ist jetzt natürlich mega scheiße. Molotow, ich hasse dich. Ich hasse dich, du wirst uns immer wieder zurück mit dem Fortschritt. Manno. Molotow, was machst du immer für Scheiß-Alleingänge? Das kann ja wohl nicht sein, ey. Jetzt haben wir wieder 10 Minuten Spielzeit verloren. Nur weil der immer alleine in die gegnerische Basis laufen muss. Mann, ich war so weit. Aber gut. Wir haben nicht ganz so viel verloren. Ja, klar. Ich brauche einfach ein paar mehr Bürger. Das ist das einfach. Und vor allem welche beim Holzhacken wieder. Ach, Leute, das tut mir so leid jetzt.
Wir waren ja eigentlich gerade schon viel weiter. Aber dieser blöde Molotow muss halt immer wieder in die gegnerische Basis rennen. Ich weiß nicht warum. Was machst du da? Du nervst. Kommt mal her, Hyperions. Ihr könnt, glaube ich, ins Wasser laufen, ne? Ihr könnt ins Wasser laufen. Ja gut, aber das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. So. Genau, die Hyperions können ins Wasser laufen. Das ist das Geile. Das ist echt gerade irgendwie das Geile. So. Wisst ihr was? Ich baue mir jetzt noch ein paar Bürger hier hin. Und muss mal wieder hier, genau, muss mal wieder diese Kybernetik gleich erforschen. Ja, Freunde, es tut mir so leid, dass wir da jetzt 5 Minuten verloren haben. Aber das ist ein bisschen unerwartet. Schieß, du mach den doch erstmal kaputt. So. Und kabams. So, wunderbar. Molotow. Gehst du wieder nach vorne und machst irgendeinen Scheiß? Nee, Gott sei Dank nicht. Okay. So, dann bauen die jetzt hier hinten die Türme auf. 4 Stück, um genau zu sein. Ja, guck mal. Dann haben wir doch gleich schon wieder hier alles, was wir brauchen. So, Krankenhaus. Dann sind wir doch gleich schon wieder da. Das ist ja nicht ganz so schlimm, ne? Alles klar, so. Dann hoffe ich halt, dass der Molotow jetzt nicht wieder nach vorne rennt. Wie oft willst du noch sterben? Ich weiß, du bist ein halber Terminator. Aber deswegen musst du trotzdem noch keinen Selbstmord begehen. Wirklich nicht. Ja gut, dann baut ihr das mal zu Ende auf hier. Ganz genau, dann bauen wir hier noch einen Dock hin. So. Wunderbar. Stehen die Türme halt jetzt ein bisschen dichter zusammen. Ist auch nicht verkehrt. So, dann haben wir hier eine Marinewerft. Kostet leider auch Holz. Molotow. Alter Schwede. Warum? Was versuchst du da ständig? So. Sehr gut. Dann kommt hier noch ein Türmchen hin. Wunderbar. Hier steht die Verteidigung gleich auch. Wunderbar. Gleichzeitig aufbauen ist immer gut, Freunde. Immer gut. So. Für das Vaterland, ganz genau. Genosse. Ja, liebe Freunde, nach wie vor an diesem Sonntagabend, 20 vor 10. Ja, muss mal wieder arbeiten. Aber das passt schon. Und genau, da, vor der Arbeit nochmal hier schön Empire Earth aufnehmen. Ist das denn nix, Freunde? Ist das denn nix? Macht doch auch Spaß. So, jetzt haben wir hier noch unseren tragbaren Computer. So, Molotow nach hinten. Mensch, nochmal. Die gehen alle immer auf dich. Was soll denn das? So. So einen Sturkopf habe ich lange nicht mehr gesehen. Ey, der geht schon wieder nach vorne. Ab nach hinten, Kollege. So, und dann können die nochmal... Aha. Keine... Ach, hier, doch. Ich dachte schon, ich hätte keine Steine mehr. Aber ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Okay. Alles klar. Und die können dann mal zum Holz helfen hier. Alles klar. Dann würde ich mit dieser Armee jetzt hier sagen... natürlich erstmal speichern, ganz klar. Nicht, dass wir da wieder irgendwas verlieren. So... Und dann jetzt hier einfach mal alles kaputt machen. So. Einfach alles platt machen hier jetzt. So. Alles platt machen, Freunde. Und einfach reinmarschieren in die kubanische Liga. So. Einfach hier reinmarschieren. Und diesen Turm da vor allem platt machen. Und vor allem nicht Molotow verlieren. So. Ihr schafft das schon, ja? Kubanische Liga. Ja, von wegen. So, ach du Heilige. Wo ist der Molotow? Da ist der Molotow. Okay, sehr gut. Und ja, dann kicken wir die mal von der Insel runter hier. Finde ich gut. Hm. Ich werde auch in dieser Mission tatsächlich nur auf Ares-Roboter gehen.
Erstens, weil es meine Lieblingswaffe ist. Zweitens, weil die fliegen können. Es ist einfach so geil. Muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, diese ganzen Einheiten hier bräuchte ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Weil ich würde viel lieber mehr Ares-Roboter bauen, als hier diese Panzer. Aber gut, das steht nicht in unserer Hand. Ich meine, ich könnte jetzt die ganzen Einheiten hier ja ihrem Lebens entledigen. Sie mit ihrem Leben bezahlen lassen, so wie auch der Krieger der Zweite das wollte, aber nö. Das ist nicht so ganz unser Stil hier. Wenn die noch leben, dann würde ich die auch einsetzen wollen, um hier weiter Stress zu machen. Was zur warum? Wir werden angegriffen. So. Alles klar, dann weg damit. So. Ich meine, jeder Ares-Roboter braucht zwei Bevölkerungen. Ne, das ist das halt. Und da kann ich halt 15 Stück im Moment von bauen. So. Stadtzentrum von Kuba. Das hier, Kapitol. Okay, alles klar. Da müssen wir also hin. Das ist allerdings kein Thema. Ich werde die Karte gleich sowieso mit meinen Ares-Robotern erkunden. Das werde ich auch genau jetzt machen, indem ich die dritte und letzte Cyborg-Fabrik errichte. Was sind das denn für Häuser? Kolonialhäuser, oh mein Gott. Häuser aus der Kolonialzeit, krass. Was ist das denn? Statue Nike. Oder Nike. Okay, krass. So. Dann habe ich doch jetzt alles, oder? Zwei Docks, eine Marinewerft. Dreimal Cyborg-Fabrik. Kommt jetzt nicht irgendeine Cutscene oder so? So, wartet mal. Zwei Docks, eine Marinewerft. Drei Cyborg-Fabriken. Zerstören Sie Kubas Kapitel. Okay. Alles klar. Wunderbar. Ich frage mich gerade, was hier noch ist. Um ehrlich zu sein. Aber gut. Dann könnt ihr mal auch beim Holz her. Ah, oder wartet mal, nein. Ihr opfert mal bitte euer Leben. Ja, wobei, jetzt habe ich überhaupt nichts, was gegen Flugzeuge ist, ne? Oh, das könnte übel ausgehen. Das könnte übel ausgehen. Wartet mal. Du baust bitte mal hier ein paar Flaks auf, bitte. Ich will hier sicher sein. Aber nicht da vorne. Hier reicht das. So. Ganz genau. Einfach mal ein paar Flaks aufbauen. Weil man weiß ja nicht, wie die Gegner hier mit Flugzeugen angeschissen kommen. So. Oh, da sind noch zwei Türme. Okay. Ah, da so gehen die Einheiten auch flöten. So. Kabams. Ja. Dann haben wir die Gegner eigentlich hier von der Insel erstmal ausradiert. Okay, das sieht doch gut aus. Alles klar. Wir sind im Nano-Zeitalter schon. Das heißt, wir können Ares-Roboter bauen. En masse hier. So. 18 Stück. Mal gucken, ob das sich so aufgeht. Und hier kommt unsere Armee wieder und sich zum Aufheilen. Finde ich gut. Alles klar, dann mach nochmal die Flak fertig. Hört sich das wieder Regen plätschert. Ha! Ha! Ich hab hier alles dicht. Alles dicht mit Türmen, Kollegen. So. So. Ha! Seht ihr das? Wartet mal gerade. Alles dicht gemacht hier. Wunderbar. Die Frau. Kann man bitte hier hinten noch zwei Flaks aufbauen? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die hier mit Flugzeugen ankommen. Von daher. Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier mal ein paar Einheiten ihres Dienstes entledigen. Am besten die Cyborgs, weil die. Ja, was soll ich sagen? Die brauchen halt auch zwei Bevölkerungslimit.
Warum fliegt ihr nicht nach da hinten? Das sind so geile Einheiten, echt. So. Ist euch auch schon aufgefallen, dass ich die sehr gerne verwende? Es ist einfach eine vielseitig einsetzbare Einheit. Es ist einfach, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, so eine Grundverteidigung werde ich mal noch hier stehen lassen. Also. Kann nie schaden. So. Gut. Dann können wir ja am besten noch, können weitere bauen, denke ich. Und das ist schon echt wenig, muss ich sagen, hier, was wir hier bauen können. Mit 91 Bevölkerungslimit. Gut, aber nicht schlimm. Ich glaube, so viele brauche ich auch gar nicht beim Holz hier. Bringt das noch weg und dann bezahlt mit eurem Leben. Alles klar. Auch die beim Stein brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ne? Wartet mal, dann könnt ihr bevölkern. So. Ihr könnt alle bevölkern. Ich brauche euch nicht mehr. So. Dann brauche ich euch nicht hier zu... Hä? Oh, da fehlt noch einer. Okay. Dann brauche ich euch auch nicht mehr hier zu ermorden. Ihr könnt lieber bevölkern. Genau. Zack, jetzt haben wir hier ein Kapitol stehen. Ist das nicht gut? Alles klar. So wächst dann unsere Ares-Armee weiter. Ich weiß, es ist eine ziemlich simple Taktik, was ich jetzt hier mache. Ne? Aber was soll ich machen? Es sind halt einfach meine Lieblingseinheiten. Es sind halt einfach echt meine Lieblingseinheiten. Oh, schaut mal. Wir könnten hier Sea Kings bauen. Da habt ihr mir geschrieben, dass die gegen U-Boote sind. Und gar nicht gegen Schiffe, sondern gegen U-Boote, die Sea Kings. Das ist natürlich gut zu wissen. Vielen Dank für den Tipp. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ja, Fischerboot und Schiffe und so Geschichten. Aber ich glaube, die werde ich hier nicht benutzen. Nee, ich werde voll hier drauf gehen. Einfach, weil diese Einheit auch extrem schnell ist. Ja. Gut, alles klar. Ich denke mal... Die Panzer können auch weg. Ja, es ist ein bisschen verschwenderisch, was ich hier mache. Bauen Sie 3 Cyberfabriken, 2 Docks und eine Werft auf Kuba. Ist das hier nicht Kuba? Das hier... Ach so... Ach Gott. Das hier ist Kuba. Das heißt, ich habe den Kram hier gar nicht gebraucht. Ja gut, okay, egal. Das heißt... Hä? Was? Warum ist hier nur einer rausge... Hallo? Ares sollt ihr bauen. Ah nee, stopp! Das heißt, ich brauche dann tatsächlich ein Transportschiff. Für 5 Bürger. Lustig. Gut, okay. Aber... Ich glaube, dann können wir mal los hier. Speicher das mal. Nein, 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 nein. Nicht pausieren, sondern speichern. Und ja, dann haben wir, finde ich, in dieser Folge schon vieles erreicht. Dann können wir ja hier nochmal die Karte ein bisschen erkunden mit unseren schönen, schönen Fliegeeinheiten. So. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Oh, die ist sehr hoch, die Karte. Ja, gut, aber ich meine, ich sehe lieber alles. Fahrt einfach mal nach da oben hin. So. Ich meine, vielleicht ist ja ein Bonus oder so. Das kann ja auch sein. So. Ach, der braucht sogar nur einen. Ja, okay, dann baut man noch die 4 Ares-Roboter. Einfach mal ein bisschen erkunden hier. Ein bisschen die Ecke rein. Kann ja sein, dass hier irgendwas ist. Das Einzige, was mir hier... Was mir hier jetzt noch mit denen passieren könnte, ist halt ein Sturmroboter. Wenn sie den haben, dann habe ich verschissen. Weil dieser Sturmroboter kann alle Einheiten auf einmal kaputt machen. Das ist... Ich hoffe, dass sie keine haben. So. Geht ihr mal bitte dahin. Genau. So.
Ihr gehört dann bitte mit zu Team 1. Alles klar, dann... Nein, das haben wir hier noch nicht, aber ist egal, kommt. Aha! Das sind U-Boote! Ihr könnt nicht auf U-Boote. Ah, okay. Ja, das ist okay, das ist nicht schlimm. Ich finde die Sounds auch so geil. Ich finde es auch so geil, wie die hier einfach rumfliegen. Boah, schau dich das an. Keine Chance, der Flugzeugträger. Es sieht so cool aus, oder? Soll ich das sagen? Es sieht einfach so stylisch aus. Vor allem gleich, wenn die wieder runterkommen, das sieht auch geil aus. Und vor allem richtig schön schnell hier die Karte erkundet. Das ist ja auch das Geile. Ne? So, dann einmal hier runter, bitte. So, schaut euch das an, wie die hier runterkommt. Zack. Es sieht so geil aus, oder? Richtig geil. Alles klar. Haben wir hier irgendwas? Ja, da! Dankeschön. Haben sich aufgeteilt. Da ist noch ein Schiffchen. Vereinigte Staaten. Ja, lass den in Ruhe kommen. Ist in Ordnung. Gut. Ah, da ist noch ein Turm sogar. Da ist sogar noch ein Türmchen. Ja gut, okay. Volk von Kuh. Ah. Ich gebe euch eine und nur eine Chance zur friedlichen Kapitulation. Nur eine Chance? Dann sage ich Ihnen auch nur einmal. Schmoren Sie in der Hölle. Große Worte eines schwachen Gegners, Miss... Molly. Begreifen Sie, dass die USA Kuba nicht im Stich lassen. Also geben wir Ihnen eine Chance zu verschwinden. Danach werden meine Gewehre sprechen. Oh, 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 okay, hallo Molly, in dem Fall. Das ist das nächste Problem. Nebula-Jäger. Gegen die können wir halt auch nichts machen. Das ist halt das Blöde. Vielleicht bräuchte ich noch einen Apoll. So, ich zieh die einfach in die Flachs rein. Hahaha, sehr schön, weg damit. Puh, ey, okay, wartet mal. Ich brauch mal zwei Bürger, bitte. Hallo Molly. Ein süßer Name für eine Anführerin, finde ich. So, ich brauche einen Apoll. Was ist denn hier jetzt wieder los? Wow. Ich brauche Apoll-Roboter, definitiv. Das waren tatsächlich jetzt gerade eins der Probleme mit den Ares-Robotern. Jäger. Da können wir gar nichts mit anfangen, leider. Das ist das Problem, wenn der Gegner Jäger hat. So, aber hier Apoll. Hier Apoll. Wunderbar. Die brauchen sogar Eisen. Krass. Furie. Sturmroboter. Ja, das ist der, den ich eben meinte. Hades. Okay. Und dann haben wir hier noch Poseidon. Alles griechische Götter. Genau wie Ares eigentlich auch. Zeus. Zeus-Roboter könnten wir theoretisch bauen, ne? Wo ist mein Apoll? Hallo, wo ist mein Apoll? Hä? Da ist mein Apoll. Ah, okay, perfekt. Dann Apoll. Die sind alle hochgeheilt. Sehr schön. Alles klar. Freunde, dann können wir hier weitermachen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier, wie gesagt, dabei seid. Und so. Machen wir erstmal die Gegner hier platt. So. Kubanische Marine. Pff, was? Nee, nee, nee. Muss nicht sein. So, einfach drüber flügen hier. So. Es sieht so geil aus. Soll ich sagen, es sieht so geil aus. Da kannst du mit so viel U-Booten kommen, wie du willst, Kollege. Wir schießen uns hier einfach durch. So, kabäum. Oh, die können auf uns schießen, die Wächter. Aber das passt schon soweit. Wir haben hier unseren Apoll, der macht einen guten Job. So. Die Marine, ja, mein Gott. Lass die Marine in Ruhe. So, kabäms. Wunderbar, wie das aussieht. Schau ich das mal, wie das aussieht, ey. Richtig krass. So. Ab auf den Turm. Diesen Turm. Wunderbar, da haben wir schon die erste Verteidigungslinie durchbrochen, sozusagen. Ganz genau. Oh, Flachs. Flack, flack, flack. Och, du Scheilige.
Och, heilige sind das viele. Da ist noch eine Flak. Okay. Boah, schau euch das an. Das sieht so geil aus. Oh, was ist das denn? Neurussland. Okay, das sind wir, Freunde. Neurussland sind doch wir. Ja, das sind wir. Ha. Okay, cool. Es ist einfach so effektiv mit diesen Robotern. Ich glaube das einfach nicht. Hä? Und warum haben wir jetzt unsere eigene Werft kaputt gemacht? Na gut. Gut, dann alle platt machen hier. So. Diesen kleinen Angriff mache ich jetzt noch. Apoll, heil bitte diesen heil bitte diesen Hades hoch. Danke. Wunderbar. Läuft, würde ich sagen. Bam. Flugpanzerabwehrgeschütze. So ein Quatsch. Bringt gar nichts. Haha, bringt gar nichts. So. Es ist einfach so angenehm. Es ist einfach so angenehm. Gut, Freunde, würde ich mal sagen. Ja, ist die Folge leider voll. würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier dann weiter geht's immer beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.